Hallo meine Freunde, wir sind wieder zurück in einem Lost Place, einer alten Schule. Ich würde sagen, fackeln wir nicht lange, weil da vorne ist auch schon wieder eine Hauptstraße. Ja, deswegen können wir leider von draußen jetzt nicht aufnehmen, machen wir uns vielleicht gleich nochmal. Mal gucken. Geht aber ein bisschen geraust hier so ein bisschen. Du hast einen Arsch abgerichtet. Erst wird der Film ist immer wie eine irgendwie Kacke. Das ist auch nicht. Hier hat, glaube ich, auch einer gewohnt, Alter. Guck dir das mal an. Jo, die Victory-Schuhe. Guck dir das an. Meine Güte, nee. Schau mal, hier haben die schon. Warum? Verstehe ich jetzt zwar nicht, warum die hier das Fenster zugemacht haben. Aber da alles offen ist, ne? Ja. Also, er sagt ja, euch einfach. Weißt du noch nicht, wie lange die Schule schon ist? Wie viel Wasser da drin ist. Der Brett da so reingeschmissen. Ist da reingeschmissen. Und wie laut das auch gewesen sein muss, als jetzt alles mal abgemacht. Ich habe schon mal kurz einmal gelünkert. Hier sind alles offen und immer. So, dann halt mal kurz. Ich halte. Freunde der Sonne. Oder der Nacht. Also jetzt auch Schießerei oder des Lost Places. Da war eine Hauptschule hier, Einschusslöcher. Ja, ich bin da reingeballert. Hier ist einfach mal ein Fenster offen. Okay, jetzt. Hätte man hier reingehen können. Hätte. Salamikette. Aber die haben echt wieder hier rumgehaust, Alter. Alles kaputt. Das ist der gute Rohling. Da drauf. Halloween 2. Einfach mal so eine. Dann haben die hier einen Horrorfilm geguckt. Rohling in der Wand, im Fenster. Jetzt sind wir wieder hier, ne? Das kriegst du hier voll verlaufen. Haben wir schon? Sag mal, los, ich komm mal rein. Komm mal rein. Was ist das denn? Ein alter Lautsprecher. Schon für die Durchsage. Achtung an die Durchsage, Achtung an die Durchsage. Sie haben heute noch nicht die Survival Masters abonniert. Bitte nachholen. Dankeschön. Bitteschön. Nach oben. Können wir mal machen, ne? Also ich hoffe, dass hier gleich nicht La Police hier vor der Tür steht, weil wir hier übrigens am Umleuchten sind. Das würde mich nicht erfreuen. Aber dann könnten wir die Polizisten direkt fragen, ob die schon die Survival Masters abonniert haben. Die sagen bestimmt, ach, ihr seid doch die Survival Masters. Sagt doch gleich, ich hätte euch einen Schlüssel gegeben. Ich würde sagen, das war ein alter K-Lassenraum. Nein, das war ein B-Lassenraum. Damit haben wir nämlich. Sind wir ruhig? Die stehen draußen an der Straße und quatschen. Ja. Hier war irgendwann an der Wand. Ich glaube, da war ein Malzbier. Malzbier? Ja. Malzbier! Malzbier! Die armen Türen, Alter. So, ich will die Tür nicht mehr haben! Die Türen haben wir nicht abgekriegt hier. Ja. Und die Fenster, die sind, ich meine, das sind. Fand ich auch. Cooles Symbol. Das ist ja übelst laut und hier wohnen Leute. Weißt du, wir versuchen hier schon leise zu sein, damit wir nicht erwischt werden. Der Baum sagt auch und da. Genau. Und die laufen hier schon ein bisschen rein. Übelst im Rage-Mode. Und das juckt anscheinend niemanden. Die Schule ist echt groß. Die Schule ist übelst schulig. Hier ist noch die Fenster noch ganz hoch. Ja. Die kann man noch essen. Hier kannst du noch drin wohnen ein bisschen. Hier könnte man noch retten in der Raum. Ist nur entschimmelt. Kannst du so ein Fenster mitnehmen? Das ist ein Mosaikfenster. Du hast bestimmt viel Geld für. Ja, ich denke auch. Sollen wir zusammenbauen? Oh, die Toilette ist auch noch diesmal da. Die haben die demontiert. Die haben die vernünftig demontiert. Kann man sehen. Das kannst du wieder neu montieren. Das ist auch wie ein C-Herren, ne? Ganz wichtig. Ja, ja, genau. Ich würde sagen, hier haben die auch ein Waschbecken abgerissen. Ich würde sagen, da hat einer reingekackt. Ich würde sagen, wo ist der Waschbecken hin? Und der hat mitgenommen, Alter? Oh, Schaus, Alter. Der hat doch einer reingekackt. Ja, okay. Oh, hier ist übelster Raum. Was ist das denn? Hier ist doch übelst warm drin. Jo, hier ist direkt mal 3 Grad wärmer. Guck dir mal die Fensterfront an. Die
frag mich gerade nicht, was hier ist. So, da war. Ja, im Raum hier, ne? Ja. Das ist eine gute Frage. Vielleicht weiß es jemand und kann das in die Kommentare schreiben. Ihr kriegt dann 5 Gummipunkte. Ja. Wenn jemand einen Boxerschutz von Kevin Klein braucht, dann kann er sich hier gerne abholen. Wie viele Punkte? Ne, die Kevin Klein Boxerschutz. Achso. Was ist das denn hier? Ne, wenn es verrückt ist. Die haben hier ein Waschbecken gehabt, ein Ausgussbecken. Und haben ihn einfach mit Regus zugemacht. Und dann hat sie gedacht, da ist bestimmt Gold hinter. Ja, und dann haben wir fertig. Fertig. So, einmal reingetreten. Und dann hat er aufgeschrieben, fertig. Nochmal angezündet hat er auch. Also, ja. Hat sie gedacht, so, warum nicht? Also, fertig ist hier nichts. Eine Palette mit reingeschrieben. So, ich habe eine Idee, lass mal eine Palette mitnehmen. Nee, kotzt, Alter, komm mal hier. Der gute Flipper. Schon ein bisschen abartig. Ich glaube, hier sind ein paar Drogenkonsumenten anwesend gewesen. Das kann nicht sein. Tür ist abgeschlossen, wir kommen nicht mehr raus. Scheiße. Komm nicht mehr raus. Die Tür ist abgeschlossen, wir sind gefangen. Ja. Alter, wo gehen wir denn noch hier lang? Keine Ahnung. Snyder, ich? Keine guten Graffitis, so wie letztes Mal. Ne, hier sind einfach nur irgendwelche Leute, die hier ein bisschen Palaver gemacht haben. Wenn ihr gute Graffitis sehen wollt, dann guckt euch das Fabrikvideo an. Knopffabrik. Das Knopffabrik-Video. Das fand ich echt schon geil. Wenn ihr richtig gut Graffitis sehen wollt, dann macht ihr gerade alles richtig drin. Tut ihr gerade. Das ist der Content. Meine Aussage zu Tamor, wenn ich diese Tür öffne. Nicht deabonnieren. Nur abonnieren. Kommentieren und liken. Kommen Sie schnell hier rein. Ich komme. Wir haben ihn verloren. Nein. Oh nein. Wo ist sein Partner? Wir haben ihn verloren. Wo ist sein Partner? Wir haben ihn verloren. Schnell. Schnell. Noch schneller. Ich würde sagen, gucken wir mal, wo es hier weitergeht. Nee, oder? Oh mein Gott! Hast du jetzt echt Gold gefunden? Oh mein Gott! Du glaubst nicht, was hier oben ist? Nichts. Ein Dachboden? Nee. Ach du Scheiße, oh Alter, guck Gott. Dir mal. Guck dir mal. Guck dir mal an. Irgendwas, weiß ich nicht. Soweit machst du es auf YouTube. Das ist gute Idee. Also ich habe echt Spaß gehabt, die ganzen Fenster alle zu demolieren. Ich frage mich auch, da muss doch einem aufgefallen sein. Ich meine, oh, guck mal hier. Oh. Wir sind hier im Kochraum. Hier sind wir hergekommen. Oh mein Gott. Renn! Das wollte ich sagen. Zwei Masters machen sich vom Acker, so wie Landwirte abends, und fahren zum nächsten Lost Place, bei dem wir uns hoffentlich wiedersehen werden im nächsten Video. Also Freunde, dranbleiben, abonnieren, bitte aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Abonnieren, schikanieren. Das bringt aber, ist mir egal. Sag ich es einfach mal so, sagen die anderen auch. Und die können gar nicht auch. Ich glaube, wir kommen nicht raus. Ja. Ne. Ich würde sagen, wir müssen hier raus. Bis die Leute angeleuchtet. Ja. Nein. Ich glaube, im Boden. Die Schuhe sind schon ganz schön groß, aber leider keine Schuhe. Was der geguckt hat, Alter. War ein Typ, ne? Da waren zwei. Das Lampe ist schon aus. Hier kannst du ja auch einfach rausgehen. Ich meine, das ist echt geil. Echt. Okay, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, gefallen. Ich hoffe. Gerne tun. Euch nächstes Video sehen. Viel bis dann. Danke, danke. Ciao, ciao, ciao. Gesundheit immer viel. Tschüss. Ciao.